Und das ist die Beerdigung des Vaters. Oha. Oh nö. Ich denke mal, ich kann schnell durchrushen. Kann ich aber nicht. Hab verstanden. Ich muss bedacht vorgehen. Oh nö. Was muss ich das jedes Mal wieder machen? Oh Gott, ich werde gleich eine Pause machen hier. Oh. Oh Gott, ist das eklig. Mm. Oh, die Musik dazu, ne? Tag, guten Morgen. Lasst mich alle in Ruhe. Ach, hier durch, okay. Nee, hier muss ich woanders lang. Hier. Ist ab und an eine Lücke. Oder hier. Ist ganz schön fix seid ihr hier unterwegs. Aua. Meine Damen und Herren. Überall die Milch. Ich kann das nicht öffnen. Die Tassen. Immer sollen wir die Tassen hinstellen. Wohin ist es? Kein Tablett da? Oder doch? Eine Tellerwaschmaschine? Okay. Wirklich alle? Oh, okay. Nein. Ein Fluss aus Milch. Froh, dass ich da nicht immer hingehen muss, um die Tassen zu holen. Eine noch. So, jetzt hier. Okay, wir müssen es einfach nur zum Laufen bringen. So. So. Komm, gib mir eine her hier. Nein. Gib mir eine. Nein. Komm. Oh. So? Oh Mann. Look at me. Oh Gott. Was ist Vater da?
Was ist Vater da? Ich weiß nicht. Was ist der denn? Ach so, die... Ach so, oh Gott. Weil er die Kanone im Mund hatte. Weil er die Kanone im Mund hatte. Oh Mann. Oh Gott. Oh Mann, das ist so traurig. Gerade als Kind, du verstehst das doch überhaupt nicht. Sie hat vielleicht wirklich gedacht, er hat was im Mund oder isst irgendwas und dann war alles vorbei. Und jetzt kommt meine Lieblingsaufgabe, das Foto sortieren. So, ich werde jetzt aber mal eine kurze Pause machen und entweder wir sehen uns jetzt gleich oder beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Und jetzt heißt es Fotos, Fotos, Fotos. Ich mache nochmal ein bisschen leiser, damit ihr mich auch verstehen könnt. So, mal gucken, ob ich das gleich hinbekomme. Ich glaube nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, das letzte ist das, oder? Wo er sich erschossen hat. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist Vater da? Ach, das war das, wo er die Pistole im Mund hatte. Ich auf dem Weg nach oben. Vater hat üblicherweise da oben gearbeitet. Vielleicht können wir mit einem Puzzle spielen. Okay. Mutter hat Vater mal nachgewunken. Das glaube ich nicht. Ich beim Versuch, Milch einzugießen. Das ist bestimmt auch noch mit dabei. Ich beim Spielen mit Puppengeschirr. Ich denke mal, dass das das erste ist. Vater und seine Briefe. Naja, im Endeffekt, die Rechnungen haben eine Rolle gespielt. Und das war ja erst, nachdem er sich getötet hat. Mit dem Alkoholismus der Mutter, schätze ich mal, war nie daheim. Das glaube ich auch nicht. Mutter hat gesagt, dass er bei einem Autounfall gestorben ist. Könnte auch sein. Also irgendwie war das ja... Sie hat Milch umgegossen, also umgeschüttet. Und ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob das davor war oder danach, weil wir hatten ja eigentlich erst diese Szene. Und das mit der Milch kam ja eigentlich erst danach, also in der Reihenfolge der Ebenen jetzt, in denen wir uns befunden haben. Und sie ist nach oben gegangen. Nee, falsch. Alles klar. Mal gucken, was die Tante sagt. Ach, gar nichts. Na gut, das Tutorial ist ja auch vorbei. Also ich schätze mal schon, dass das hier hin muss und das hier hin muss. Wie gesagt, wenn es jetzt so lange dauert, mache ich wieder schneller. Wir können es ja auch mal so ordnen. Was ist Vater da? Oh, das finde ich so makaber. Sie ist nach oben gegangen. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Die Briefe vielleicht? Okay. Ja gut, dann eben was ganz anderes. Also wir können ja auch mal, ich weiß ja nicht, die Perspektive der Mutter vielleicht. Sie hat ja gesagt, er ist bei einem Autounfall gestorben. Ich weiß halt nicht, ob diese Alkoholkrankheit, die sie ja hatte, na warte mal, vielleicht dann eher so, 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 so. Sie hat die Milch verschüttet. Keine Ahnung. Es ist halt immer schwierig. Also die sagen zwar immer, man soll es in die richtige Reihenfolge bringen. Aber wir durchleben ja verschiedene Perspektiven. Wir haben ja auch die Perspektive der Mutter durchlebt. Und deswegen ist es für mich sehr schwer einzuschätzen. Oder das mit der Milch, kann das vielleicht... es macht eigentlich keinen Sinn. Also eigentlich müsste das hierher kommen. Oder doch hier. Oder warte mal, vielleicht so. 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 Und dann hat sie gesagt, obwohl das eigentlich auch an den Anfang könnte. Oh, hey. Geh mal hier hin. Also ich finde das echt nicht so einfach, wie die Dame es uns am Anfang beschrieben hat. Ich finde das ganz schön schwer mit den Fotos sortieren. Ja, probiere ich nochmal das.
Warte mal, was ist passiert? Sie hat gespielt. Sie war durstig, wollte sich vielleicht Milch holen. Mutters Lieblingsgetränk, ja. Dann ist sie nach oben gegangen, hat es gesehen. Oh! Tatsache. Kommt jetzt noch was? Achso, Ladebildschirm. Dann war es doch tatsächlich so, die Mutter hatte jetzt in dieser Fotoreihe keine Rolle gespielt. Und wir hören, was sie zu sagen hat. I remember now. I was playing tea party out in my yard one day and I got thirsty, so I went inside to pour myself a glass of milk. It slipped from my hands and spilled everywhere. I went to tell my mom, but she was taking a shower. So I went to tell my father. He was upstairs in his bedroom, and when I opened the door, he had a gun in his mouth. He looked at me, and then he shot himself. He shot himself. It was so terrible. I couldn't remember what happened. So my mom, she must have made up the story of the car accident to protect me from ever remembering. But I guess I always knew that was a lie. I always knew. Okay, es ist also genauso passiert, wie wir es am Anfang erlebt haben. Ihr erinnert euch vielleicht. Der ganz erste Part, als wir durch das Haus gegangen sind, die Mutter unter der Dusche stand und uns nach oben geschickt hat und wir die Pistole gehört haben. Oh Gott, aber stell dir das, also ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Du kommst da hoch, siehst deinen Vater dort stehen und er blickt dich noch an und im gleichen Moment drückt er ab. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie verzweifelt man sein muss, um sein Leben zu beenden. Und sein Leben zu beenden ist ja eigentlich nicht der Wunsch nach Tod. Also man beendet doch nicht sein Leben, weil man sterben möchte, sondern man beendet sein Leben, weil man so nicht mehr weiterleben kann, wie es bisher der Fall war. Und wenn Kinder das sehen, da bleibt doch nicht nur ein Trauma zurück. Das sind doch dann mehrere. Oh Gott, und von einem in den nächsten. Das muss ich mir dann auch nochmal angucken. Was ist das denn eigentlich? Eine simulierte Galerie, die dem Schrecken Tribut zollt, den unser Team überwinden musste. Schneebedeckten Berg. Ich glaube, das ist dann eher auch etwas für... Das könnte auch eher etwas für die V, also für VR sein, also für die Wife. Könnte ich mir vorstellen, also einfach nur mal so zum Durchgehen. Ich würde jetzt erstmal die Patienten natürlich durcharbeiten. Denn ich möchte ja gerne, dass es den Menschen, die wir behandeln, besser geht. Moment. Und was bin ich für ein Doktor, wenn ich nicht wenigstens lese, was hier Sache ist? Eine obdachlose Person, aufgenommen nach einem Vorfall in der Öffentlichkeit, verwirrt und aggressiv. Ursache könnte ein Trauma sein. Standard... Interview vor dem Neuroprobing konnte nicht vorschriftsgemäß durchgeführt werden. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Nee, was bin ich denn für ein Doktor, wenn ich nicht wenigstens die Akte gelesen hätte? Aber ich habe ja noch dran gedacht. Ich bin halt ein verpeilter Doktor. Oder Doktorin, müsste man ja eher sagen. Hier in der Rolle natürlich eher ein Mann, soweit ich das gesehen habe. Obwohl Doktor ja eigentlich auch geschlechtlos ist. Wir könnten also auch eine Frau sein. Mir ist es egal. Hauptsache, wir können den Menschen etwas Gutes tun. Und wenn ich schon höre, naja, obdachlos, verwirrt. Obdachlos wirst du ja auch nicht von heute auf morgen. Da muss auch schon einiges passieren. Bei manchen ist das wirklich auch nur ein ganz, ganz viel Pech im Leben. Oh, jetzt müssen wir zuhören. You should come to hell with me someday. I'm a monster. No. No, they're the monsters. Everyone calls me sick,
Well, they're sick. Their complaints about dropped calls and thread count. Why is it not my blood? I didn't save the world. What kind of goddamn world is it to save? Okay, also wenn ich die Bilder jetzt schon gesehen habe, weiß ich ungefähr, was uns erwartet. Also das war ja jetzt schon ziemlich skurril. Oh, jetzt hakt's wieder. Am Anfang hakt's immer ein bisschen. Ach, hier kommen die Fotos hin. Okay, auf die Pappe diesmal. Und der Mann klang doch recht verwirrt. Wer weiß, was er erleben musste. Oh Gott. Sag mal, schwankt das? Okay, hier gibt es ja sehr viel zu entdecken. No loitering. Herumlungern. Also kein Herumlungern. Und nicht toben. Monster, hat er gesagt. Das heißt, es wird sicherlich wieder sehr surreal und skurril. Was aber nicht störend ist, sondern eher... Ja, mir gefällt das eigentlich. Das zeigt immer, dass sich die Entwickler auch sehr viele Gedanken gemacht haben und eben auch meistens sich sehr mit dem Thema beschäftigt haben, weil sowas in Bildern auszudrücken, das kann nicht jeder. Ey, kennt ihr noch Codename 47? Also das ganz, ganz alte Hitman-Spiel. Ich habe gerade irgendwie genau diese Feelings gerade. Nur, dass es nicht ganz so verpixelt ist. Okay. Dosen? Dosen? Ja, warte, lass mich erstmal rumgucken, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Strom? Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich auch nicht runter. Schade. Dosen. Ich kann ja mal eine mitnehmen. Vielleicht muss ich die einfach nur entsorgen oder sammeln und dafür Geld einkassieren oder abgeben, damit ich zumindest ein paar Cent bekomme. Dog Waste. Ja, die sollen die Hundekacke gefälligst wegmachen. Das ist ja eine coole Rutsche. Oh, die ist ja cool. Kann ich rutschen? Na. Wo ist die Dose weg? Mist. Ich will rutschen, ich will rutschen. Oh, schade. Was haben wir hier? No charge hier. Okay, kann man Zeitung kaufen? Könnte man. Zumindest. Warte mal, ich hole mir nochmal schnell die Dose, bevor ich jetzt hier wieder die ganze Runde gehe. Es ist grün, ich darf hier rüberlaufen. Ist anscheinend Ferienzeit, hier fährt keiner vorbei. So, die grüne Dose. Ich glaube zwar nicht, dass wir... Mist. Ich glaube zwar nicht, dass wir die in die Tonnen stecken sollen, weil wir wollen ja sicherlich was dafür haben. Aber, watch for turning vehicles. Also Achtung vor fahrenden Autos. Keine Flaschen. Also keine Getränke, kein Alkohol wahrscheinlich. Was ist denn hier? Throw your future to the fire and return changed. So, eine schöne Statue. Ist auch eine Tonne. Geld. Geld. Strom. Muss ich das jetzt mit allen Dosen tun? Und wo müssen die Münzen hin?
Gibt's hier irgendwo ein Telefon, das ich anrufen könnte? On, off. Habe ich jetzt nichts gesehen? Eine Zeitung vielleicht? Kein Wechselgeld, aber wir haben ja Kleingeld. Was soll ich jetzt mit der Münze machen? Er hat ja auch gesagt, die ganzen Anrufer, die ganzen, die irgendwas von ihm wollten, dass er irgendwas bezahlt, dass er irgendwas macht. Das hat ihm wahrscheinlich alles, ihm alles zu Kopf gestiegen. Und das war das, was ich vorhin meinte, wenn du halt, manchmal hat man eine psychische Erkrankung oder was weiß ich und du kommst damit einfach nicht klar, niemand hilft dir. Und dann kannst du ganz, ganz schnell auf der Straße landen, das kann ganz, ganz schnell passieren. Schneller, als man manchmal denkt. Sind auch noch Dosen? Aber wohin mit der Münze? Wohin mit der Münze? Überall diese Stromkästen? Was ist denn hier? Am Spielplatz irgendwas? Aber ich glaube es bald nicht. Oh, es ist auch so warm, ne? Ach so, in dem Brunnen oder was? In dem Brunnen? Zählt sogar mit. Sag mal, warum liegt denn das jetzt hier in den Blumen drin? Gib mir mal die Münze zurück, die soll doch in den... Naja. Gut, also das ist jetzt anscheinend meine Aufgabe. Rote Ratten. Die suchen überall nach Dosen. Wir gar nicht. Hier sind welche. Komme ich da ran? Schade. Schade. Okay, dann einmal rum. Hier war nichts mehr. War hier noch was? Ja, ich schätze mal, was sollen wir jetzt mit allen Dosen machen? Ich weiß bloß nicht, ob das ja eben richtig ist in dem Brunnen da, aber anscheinend ja schon. Sollst deine Zukunft ins Feuer werfen und ja, dein Return changed. Also das, was sich ändert, zurückdrehen, also die Vergangenheit zurückdrehen vielleicht. Das landet doch hier alles in den Blumen. Was war das denn? Oh Gott. Oh, hab ich mich erschrocken. Was ist denn jetzt? War doch gerade alles noch so schön. Oh nö, was ist denn das jetzt? Das sind die Monster, von denen er gesprochen hat. Oh nö. Das war dann seine Realität. Was steht da? You don't belong. You are a failure. Du bist ein Fehler. Man verlor die Übersicht, wenn man gerettet, wen man gerettet und wen man zerstört hat. Man hat sich nie gut und nie sicher gefühlt. They're scared of you. Sie haben Angst vor dir. Naja. Ich
Also ich schätze mal, es soll jetzt in die richtige Reihenfolge. Muss ich da noch was finden, oder? Ja, das ist ein anderes Schild. Das kann es ja nicht sein. Nein! Ja, das weiß ich nicht, wie das sein muss, aber anscheinend müssen wir da noch was finden. Oh Gott, ist das dunkel. Den Strom hier anschalten? Nee. Calm down. Würde ich ja gern. Wenn ich wüsste, wie. Kurz, lass mich mal überlegen. Müssen wir da noch was finden? Wo kann ich hier rein? Oh, ist das verstörend. Oh, ist das eklig. Lasst mich alle in Ruhe. Aber stell dir mal vor, ne, du könntest morgen schon auf der Straße leben. Es müsste nur irgendwas passieren, was weiß ich. Dein Partner rennt dir davon, von dem du vielleicht auch ein bisschen abhängig warst oder irgendwie sowas. Meine Eltern haben mich nie verstanden. Das reicht ja manchmal auch schon. Und deine ganze Welt verändert sich. Alles verändert sich. So, was ist jetzt hier das Rätsel? Hat das was mit dem, was hier dran steht, zu tun, oder? Und du bist dann natürlich auch ein Mensch, der ausgestoßen ist von der Gesellschaft. Niemand will bei dir sein, niemand will dich riechen, niemand will dir Geld geben, alle halten sich fern. Okay, also ich muss hier irgendwie das hier erledigen. So rum, aber das kann ich halt auch nicht. Komme ich da irgendwie anders ran? Das ist doch alles hier schon richtig rum, oder? Ich dachte schon, ich hätte jetzt irgendwie was finden müssen. Also die Rätsel sind hier auch echt gar nicht so leicht. Ich muss schon sagen, die sind ganz schön anspruchsvoll. Ich muss genau aufpassen. Aber das kann ich ja nicht richtig drehen, weißt du? Das geht ja nicht. Ich sehe halt auch kaum was. Oder soll ich da irgendwas freiräumen oder so? Ich gehe nochmal gucken. Also anscheinend, ja, ich bleibe jetzt mal da und probiere das mal, bis das aufgeht. Aber ich habe keine Ahnung. Kein Hinweis, den ich nützlich genug finde, um das hier zu lösen. Und vielleicht hat das auch einfach Okay. Okay. No return. Es geht nicht zurück. Wir müssen hier lang. Und waren das Menschen, die wir kannten, die uns verletzt haben? Count your blessings. Zähle deine
Was waren nochmal Blessings? Verletzungen oder... Ach so, sei dankbar für das, was du hast. Das ist wahrscheinlich ein Sprichwort, das kenne ich nicht. Zahlencode? Muss ja irgendein Hinweis hier sein. Count your blessings. Ach so, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das sowas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die, dream, repeat. Sterben. Traum. Wiederholen. Ich weiß gerade nicht, was das bedeuten soll. Also 5 und 3 anscheinend. Ach so. Warte mal. Was ist denn das? Stifte? Nee, Spritzen sind das. Okay, warte. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 3. Okay. Das war's. Oh Gott, die Figuren, ne? Oh, ne. Sind das meine Freunde? Oh, hör auf, so gruselig zu grinsen. Oh Gott. Und hier der Schatten, ne? Och. Ein Arztkoffer. Heilung. Etwas stimmte mit mir nicht. Ich war nicht normal. Okay, und anscheinend haben wir versucht, das mit Drogen herunterzuspülen. Oder mit Drogen zu vergessen, zu verdrängen. Oh, hier die Gesichter, ne? Oh Mann, das ist schon echt gut gemacht, das Spiel. Vielleicht auch Prostituierte. Ein Leben auf der Straße. Hart sein, Gewalt. Aber manchmal muss man, um etwas zu retten, etwas anderes zerstören. Was haben wir zerstört? Was haben wir zerstört? Selbstmitleid und Misstrauen sind mir nie von der Seite gewichen. Unerwartete Geschehnisse gaben ihnen Macht und eine Stimme. Naja, wenn du es nie anders gelernt hast. Hier ist die Tür offen. Oh, und hier wachsen ein paar Blümchen. Vielleicht ein Zeichen der Hoffnung. Warum überhaupt versuchen? Du bist nur ein Fehler, also ein... Ja, sie hassen dich alle. Das stimmt nicht. Naja, und Misstrauen, wenn du niemanden hast, den du vertrauen kannst. Wie sollst du das lernen, Vertrauen, wenn du es nie erfahren hast? Oh nee, bitte nicht. Oh. Oh Gott. So, ist das die Spelunke? Eine Art Casino oder so, eine Bar, wo wir uns oft aufgehalten haben. Guck mal, hier liegt doch alles, ja. Kann gut sein. Außer Betrieb. Vielleicht ändert sich das noch. Ist jetzt alle Tür... Ist das ein Bordell? Thank you.
Frauen sind alle gleich. Alle nur für eine Sache hier. Und auch eben nur als ein Ding wahrgenommen, als eine Sache. Die dich vergessen lassen soll wahrscheinlich. Geht das jetzt hier weiter? Okay, ich glaube, das wird jetzt immer dasselbe sein. Wir gehen mal weiter nach oben. Guck jetzt immer nur in eine Tür rein. Alles dasselbe. Ich gucke jetzt hier nicht alles durch. Erschreck mich nicht, ja? Was sollen wir hier tun? Ich guck doch schon überall rein. Habe ich hier vielleicht eine Dame, zu der ich immer gehe? Was ist das denn jetzt für ein Rätsel? Kann das ja immer ablaufen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, jetzt alles auszuprobieren, ne? Stand ja jemand. Hier gibt es auch keine Hinweise, so wirklich. Ich will nicht in jede Tür gucken. Was liegt denn hier? Steine oder Sandsäcke oder was? Tag, die Damen. Vor allen Dingen, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo ich angefangen habe. Tja. Ah, okay. Oh Gott, eine Drehscheibe. Ach du Gott. Nein. Hä? Nö. Oh Gott, was ist das denn? Sind das unsere Halluzinationen, die wir unter Drogen hatten? Wir sind anscheinend häufig ins Bordell gegangen. Ich seziere zum Spaß Insekten. Okay, ich glaube... Der hatte wirklich eine ziemliche Störung gehabt, der Mann.